stop playing around. We want some answers. You haven't changed. Alter, was hat er denn für eine hässliche Hose an? Hier wird's geil, die Klamotten. Wesker, you are alive. This is Wesker. We last met at the Spencer Estate, wasn't it? Well, isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. Us? So slow to catch on. Exi. Jill. Er hat schon ein bisschen verknallt in die, wa? What? Are you sure that's her? The one and only. Guck dir mal an, wie sexy ihr Anzug ist. Oh mein Gott. Ihr Arsch, ihre Beine. Körperbewegung. Tschüss, wie sie dich haut. Okay. The odds are fair. Two on two. Right, Jill. Echt jetzt? 7 minutes. 7 minutes is all I can spare to play with you. Der avoidet ja alles, der Huren. Ja, ich glaube, es ist hier irgendein Trick. Okay, warte mal. So, das, was ich weiß, ist, man kann Jill zum Beispiel festhalten. Ja? Wenn man Jill festhält, kann man ihr aus der Brust was reißen. Ah, guck mal. Ha? Jill konnte ich treffen. Ja, Jill kannst du auch treffen. Ich muss Wesker auf. Ich halte Wesker auf hier. Er läuft mir die ganze Zeit hinterher, dieser Strudowe-Idiot. Oh, Wesker, du bist ja ein ganz toller. Lol. Ja. Aber ich glaube, so soll das nicht sein. Tod ist tot. Nee. Das ist nämlich das. Wir dürfen sie nicht töten. Das ist das. Wir dürfen sie nicht töten. Wir müssen irgendwas anderes machen. Gib mir mal noch Pistolenmuni, wenn du hast, bitte. Ja, warte mal. Wir müssen erstmal jetzt schauen, was wir hier machen. Ich muss eh mal alles aufladen. Ich muss echt alles aufladen, Mann. So krass, Mann. Ja, ich auch. Boah, kann der dir nicht 50 geben? Das ist lächerlich, ne? Wieso der dir immer nur 10 gibt, ey? Sehe ich nicht. Okay, die Sniper muss mal weg. Die Magnum muss Folge machen. Also wir müssen irgendwas machen. Ich weiß nur nicht mehr, wie dieser Boss ging. Oh, das. Ich weiß nur, dass wir Jill irgendwie festhalten können und dann hat sie an der Brust so einen Stein, den man jetzt aber noch nicht sieht. Und den kann man, den müssen wir hier rausziehen. Einer muss sie dann von hinten festhalten. Und der eine muss sie dann in die Brust schießen. Das weiß ich noch. Ja, aber was müssen wir vorher machen? Ja, das weiß ich eben nicht mehr. Das wollen wir jetzt nicht googeln. Nein, wir laufen jetzt mal im Kreis und gucken. Ich weiß nicht, ob wir Wesker irgendwie hauen können, wenn er uns anschießt. Vielleicht mit Schock. Anstatt mit Säure, mit Schockgranaten oder sowas. Können wir Schock überhaupt kaufen? Ja, ich glaube schon. Warum können wir alles... Blendgranaten gibt's auch. Die sollten wir mal mitnehmen. Ich nehme mal Blend mit. Nimm du mal... Weil Schock können wir nicht kaufen. Komischerweise, ist noch nicht drinne. So, ich habe einmal Blend mitgenommen und Pistolenmunition und einmal noch 12er Magnum. Sieht das gut aus, oder? Wow. Okay, was, dann ne? Let's go. Alter, aua. Ah, wir können ihm ausweichen. So. Ah, okay. Okay, wir müssen, dass er auf uns zukommt und dann muss ich ihm ausweichen. So, genau. Okay, ich weiß, wie es geht. Ja, ja. Ich weiß, wie es geht.
Nade nach. Okay, das war FV. Das war falsch. Au. Lol, schießt sie auf mich oder auf ihn? Das war wieder FV. Guck mal, er liegt. Fast. Lade nach. Lol, wo schießt sie ja, denn? Ja, wir haben's. Siehst du, jetzt haut er ab. Alter, das... Lol. Genau, deswegen haust du ab. Digga. Und jetzt müssen wir Jill. Die hält uns jetzt auf. Wesker, stop! Wesker, stop! Da ehrlich, in den Anzug ist sie mega sexy, ne? Oh, ja, Lord. Ich würde mich nonstop von der verprügeln lassen, wenn die so aussieht, Alter. Come on. It's me, Chris. Baller jetzt gleich mit der 55er. Nice move, Chris. But now that your partner has arrived, I'll leave you two to catch up. Catch up. Come on, Jill. Get yourself together. Wake up. Jill Valentine. Jesus. Remarkable. Still resisting at such an advanced stage. Commendable, yet futile. No more time for games, Chris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Mag seine Voice. Sein Voice-Actor-Stimme ist geil, ne? Ja. So, und jetzt dieser Stein. Den müssen wir rausholen. Das heißt, einer muss ihn festhalten und einer muss sie den Stein rausreißen. Ohne auf sie zu schießen. Bitte. So, wir müssen runter. So, jetzt ist sie geblendet. Komm mal her, Bitch. Ich halte sie mal fest. Ziehe mal das Scheißding aus der Brust. Los. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit einfach so. Oh Gott, Alter. Push the button. Let me know you gotta... Autschi. Autschi. Hör mal, sag mal. Greifst du sie von hinten? Jill, what are you doing? Fast. Jill, komm jetzt, los. So, jetzt kommt wieder... Ich drück jetzt A, F, V gleichzeitig, damit ich ausweichen kann. Ja, nice. Und wieder greifen, komm her. Genau, und jetzt wieder A, F... VF und so, damit ich wieder keine Ditch kriege von ihr. Ah, Bitch. Und nochmal das gleiche. Jill, komm her jetzt. Hör auf. Komm her. Come on. Come on. Bisschen. Warte, ich komm gleich. Sekunde, halt sie mal fest. Komm mal her. Jill, komm mal her. Komm mal her. Komm mal, ist doch gut. Ist doch gut. Die Therapie wird dir helfen, wenn du da bist. Glaub mir. So geht das ja, YouTube. Batz. Und Batz. Ausweichen. Come on, snap out of it. Snap out of it, man. Come on. Du so, come on. Alter, haben wir es gleich mal? Da mal, Alter. Das kannst du halt den ganzen Tag so machen, ne? Come on! Okay. Ja! Macht sie die ganze Zeit nonstop. Jetzt geht sie wieder, kniet sich hin. Komm mal her, jetzt ist doch gut. Sag mal, müssen wir vielleicht irgendwas anderes noch machen, nee, Digga? Soweit ich das weiß, nur so. Boah. Du kannst sie ja mal grabben. Ups, nee. Ja, sie so, ja. Ja. Ja, vielleicht greifst du sie sonst mal. Autsch. Alter, gleich schlage ich ins Gesicht. Warte. Ich glaube, sie schlägt dir ins Gesicht. Kannst du sie grabben? Don't do this, Jill. Jill. Kannst du sie grabben von hinten?
Du sollst hier nicht im Kreis laufen, du sollst von hinten grabben, Digga. Warte. Jetzt gleich, warte. Alter, sie ist aber auch Klassik-Akrobatin hier. Gut. Go. Vielleicht habe ich mehr Power als du. Autschi. Oh, jetzt hat sie irgendwas gemacht. Hast du das gesehen? Ja. Hätte eben so eine Zuckung. Vielleicht muss man sie zwischenzeitlich. Mein Essen kommt. Geil. Ja, dann? Mein Essen kommt. Ich verstecke mich. Go. Warte mal. Ich glaube, das kommt. Ich habe ein Auto gehört. Ich kann hier noch eine Weile dodgen. Ich dodge sie eine Weile. Ich renne hier. Ja, ja, mein Essen kommt, Alter. Warte. Ich verstecke mich mal hier. Baite sie doch nicht zu mir, Alter. Warte, ich glaube, es klingelt gleich. Boah, Alter, sie macht einen auf Matrix. Zieh sie dir mal rein. Aber wirklich, Alter. Alter, guck dir das an. Viel lustiger ist, wenn man hier oben steht, passiert gar nichts. Nee. Ich habe gute Lust, ihr voll ins Gesicht zu schießen. Guck doch mal. Oder, wenn ich sie festhalte, schieß ihr doch mal mit der Pistole in diesen Stein. Es klingelt, ich komme sofort. Wir machen hier aber trotzdem weiter. Ich bin sofort noch... Scheiße! Chris, halt durch! Ich komme! So, wir müssen es gleich nochmal neu machen. Offensichtlich ist in den Stein schießen keine so gute Idee. Naja, ein Versuch war es wert. Frag mich gerade, was René sich für Essen bestellt hat. Zum Essen bestellt hat? Zu Essen? Als Essen? Wenn wir ihn gleich mal fragen, wenn er wieder da ist. Na, ein! What? Was? Oh Mann, Alter, dieses Spiel. Nervig. Sag mal, fahren die das aus Italien an oder was, das Essen? Was ist denn da los? Ich hab ihr in die Brust. Hat sie mich geschlagen? Warte mal. Sie hat dich erst geschlagen, dann ja, hab YouTube, ich dich... so läuft das, ne? Let's Play-Aufnahme. Und dann mittendrin einfach kurz Essen holen an der Tür. Was passiert? So. Ja, sowas passiert. That's live. Sie hat dich geschießt. Da habe ich dich gerettet. Und dann dachte ich mir, ich probiere mal aus, was passiert, wenn ich mit einem Magnum ins Gesicht schieße. Kannst du mir beitreten? In den Stein. Ja. Habe ich auch gemacht. Mit einer Magnum. Ich habe mit einer Magnum geschossen. Ich hatte nichts anderes. Hast du keine stärkere Waffe gehabt? Nein. Ich hatte erst überlegt, ob ich einen Granatwerfer nehme, aber der ist manchmal etwas ungenau. Da war ich unsicher, ob ich treffen würde. Also habe ich eine Magnum genommen. Ja. Und dachte mir dann, probier es mal aus. Habe ich dann auch. Ja. Hat geklappt. Ich habe sie getroffen. Dummerweise. Tot getroffen. Genau, also in den Stein schießen ist keine gute Idee. Hast du wenigstens die Leute unterhalten? Ich hab's versucht. Okay. Aber ich bin ja nicht so gut drin, wie du weißt. Doch, na klar, Digga. Sie haben uns aber kollektiv gerade gefragt, was du wohl an Nahrung bestellt hast. Ah, okay. Das war dieses Mal tatsächlich wieder Hähnchen. Ich bestell immer Hähnchen.